Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute gehe ich an der Frage nach, wie gut kann man ein Lagiol Taschenmesser oder Steakmesser in Amazon kaufen, beziehungsweise wenn man unbedingt ein Produkt made in France haben möchte. Wie erkenne ich oder kann ich überhaupt erkennen, ob das Produkt in Frankreich hergestellt wurde oder in China? Welche Merkmale kann ich da herausnehmen aus den Bildern oder aus den Texten? Wie kann ich da entsprechend am besten vorgehen? Und dachte natürlich auch stellvertretend auch für andere Shops, wie zum Beispiel eBay oder im Internet sind natürlich ganz, ganz viele Shops, die Lagiol-Produkte entsprechend anbieten. Wie kann ich das Ganze handeln? Bis gleich. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass Lagiol keine Marke ist. Das ist ganz, ganz wichtig, denn damals, 1840, als Lagiol zum ersten Mal so ein bisschen mehr auf den Markt kam, haben die Macher, die Messermacher dieses Produkt nicht geschützt. Und daher ist Lagiol keine geschützte Marke, sondern es ist wie der Name Auto. Auto ist auch keine Marke, sondern stellt ein Produkt dar. Ein Auto hat 4 Reifen, kann sich bewegen, hat einen Motor, da passen Menschen da rein oder auch entsprechend Ware. Auf jeden Fall, Auto steht für eine Produktgruppe, wenn man so will. Lagiol genauso. Lagiol steht für eine Produktgruppe, die bestimmte Eigenschaften hat. Zum Beispiel diese besondere Silhouette, diese besondere geschwungene Griff, das er hat, die Yatagan-Klinge, die auch so ein typischer Schnitt hat. Und die Biene zum Beispiel, aber die Biene ist nicht unbedingt ein Merkmal von Lagiol. Mittlerweile gibt es auch ganz, ganz viele andere Tiere und Symbole, die statt der Biene gemacht werden können. Auf jeden Fall, Lagiol steht für eine Produktgruppe. Und innerhalb dieser Produktgruppe gibt es ja verschiedene Hersteller, verschiedene Schmieden, die das anbieten. Genauso wie beim Auto, da gibt es ja Mercedes, Skoda, VW, Porsche, Fiat und so weiter. Und die sind natürlich geschützt. Das ist eine Marke. Mercedes ist eine Marke. BMW ist eine Marke. Und genauso ist auch bei Lagiol. Das heißt, Lagiol selbst ist keine Marke. Es ist nur eine Art, wie man ein Taschenmesser machen kann oder ein Steakmesser. Und da gibt es ja zum Beispiel Lagiol Lobrac, Clodozon, Lagiol Dubarry und so weiter. Gibt es also ganz viele Schmieden und Firmen, die das machen. Und bis jetzt war es relativ, also bis vor kurzem war relativ leicht zu unterscheiden, wie ein Taschenmesser, ob es in Frankreich gemacht wurde oder in China. Die Importeure haben es leicht gemacht, die haben einfach direkt aus China das Messer genommen und hier auf dem Markt angeboten. Nach und nach haben wir Händler und YouTuber natürlich aufgeklärt, woran man das erkennt. Da sind zum Beispiel der Name. Sehr oft stand auf dem Taschenmesser nur Lagiol drauf. Nichts anderes und 440. 440 ist der Stahl oder 420. Nach und nach kam heraus, dass das die Merkmale sind, wie ein Produkt made in China eigentlich gekennzeichnet wird. Und deswegen haben jetzt immer mehr Importeure einfach den Namen Lagiol weggelassen und stattdessen einen eigenen Namen erfunden. Ja, einfach einen Eigennamen, den man da entsprechend drauf anbringt, so dass es ein bisschen verschleiert wird, gerade für den Endverbraucher, wenn da irgendein Name steht. Ist das der Name der Schmiede? Ist das ein erfundener Name? Was ist das für ein Name? Ist das wirklich ein Kennzeichen, dass es in Frankreich ist? Es wird also schon viel, viel schwieriger. Manche gehen sogar jetzt weit, so weit und lassen auch die Kennzeichnung des Stahls weg, sodass es dann nicht mehr 440 oder 420 steht. Und somit ist es noch deutlich schwieriger zu entscheiden, ist es aus China oder ist es in Frankreich per Hand hergestellt. Selbst die Händler, die großen Importeure, die kommen übrigens aus Frankreich. Das heißt, also, es ist eine Firma, eine französische Firma, die Messer entsprechend in China anfertigen lässt, nach Frankreich importiert, einen Namen darauf macht und schon sieht es so aus, als wenn es made in France ist. Der Händler kommt ja aus Frankreich. Also es wird immer mehr verschleiert, wie die Zusammenhänge sind. Und jetzt schauen wir uns mal in Amazon mal an,
Kannst du das denn überhaupt entscheiden? Kann man es denn erkennen, dass ein Produkt made in France ist? Schauen wir mal einfach kurz rein. Ich habe hier Lagiol Taschenmesser einfach eingegeben. Und natürlich erscheinen oben schon längere natürlich die gesponserten Produkte. Die lassen wir erstmal weg, weil das sind ja bezahlte Einträge. Die sehen fast so aus wie die normalen Produkte, wenn man sich anguckt. Die ersten gesponserten Produkte, die sind auch höherwertiger, weit über 100 Euro, teilweise 300 Euro. Ganz rechts haben wir direkt schon in der ersten Zeile ein Produkt. Da steht Lagiol Taschenmesser mit Olivenholz braun. 43 Bewertungen. Wenn man sich anguckt, hat das viel, viel mehr Bewertungen als die mit den gesponserten Einträgen. Und wenn man vergleicht direkt 4 von 5 Sterne, die auch 4 von 5 Sterne, da würde man sagen, wow, also da erstmal auf den ersten Blick sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Die Silhouette ist die gleiche, wenn man sich das anguckt. Rechts das Messer sieht genauso aus von der Silhouette her wie die davor. Schauen wir mal kurz rein, wie sieht das eigentlich aus der Nähe. Wir vergrößern das mal kurz. Und hier haben wir Lagiol Classic. Die Biene ist darauf abgebildet. Wenn man sich anguckt, auf der Rückseite, wie ich eben erwähnt habe, steht kein Stahl. Das Kreuz steht drauf, wenn man sich anguckt, auf beide Seiten. Das heißt, wir haben das Kreuz auf beide Seiten hier. Dann haben wir die Biene. Das ist hier eine geklebte Biene. Und die gestanzte Rücken. Wir haben auch Lagiol Taschenmesser im Sortiment, ja, die auch eine geklebte Biene haben, auch einen solchen Rücken. Das heißt also, wenn ich also ganz ehrlich bin, wenn ich mir da die Taschenmesser in unserem Shop, die günstigsten, die wir haben, und dieses hier anschauen, ist wahnsinnig schwer zu unterscheiden jetzt, ist das jetzt ein Messer aus Frankreich oder nicht, weil es wirklich fast identisch aussieht. Ja, das Einzige, was hier mich ein bisschen wundert, ist entsprechend, dass es auf beide Seiten ein Kreuz hat und das Kreuz auch ziemlich dicke Nieten, aus den sehr dicken Nieten besteht. Das habe ich so auch noch nicht gesehen bis jetzt. Was steht in dem Text? Erstmal steht ganz allgemein hochwertige Olivenholzgriff, schwarzem Lederetui, Klingenlänge. Wenn man sich weiter anguckt zu den Details, das ist bei Amazon, finde ich, nicht so ganz glücklich, also man kommt ganz viel Werbung dazwischen. Da kommt hier der Hersteller, ist Pascha, wer auch immer sein mag. Stil französisch. Ja, es steht nicht Made in France, aber es steht französisch. Bei der Produktbeschreibung ist eine einzige Zeile. Edles Lagiol Taschenmesser mit Olivenholzgriff inklusive schwarzen Lederetui. Das war's. Ja, jetzt entscheide du mal, aufgrund dieser Informationen, wurde das Taschenmesser in Frankreich hergestellt oder nicht. Ich würde sagen, unmöglich. Ja, das heißt, selbst für mich jetzt als Kenner, ich verkaufe jetzt hier Lagiol schon seit 25 Jahren, kann ich so auf Anhieb nicht sofort erkennen, wie ich schon sagte, bis auf die Tatsache, dass das Kreuz auf beide Seiten ist, was ich bis jetzt bei noch keiner Schmiede in Frankreich gesehen habe und dass die Nieten so ziemlich dick sind. Das sind so Feinheiten natürlich. Ne? Könnte ich so auf Anhieb nicht sofort sagen, ja, der kommt aus China. Ne? Das ist schon wirklich sehr interessant und ich würde hier schon sagen, dass das tatsächlich jetzt aus China kommt. Da bin ich mir persönlich ziemlich sicher, allein schon, weil keine Schmiede draufsteht. Ja, der Name der Schmiede ist nicht drauf. Wenn man sich angeguckt haben, da steht Lagiol Classic, also einfach ein klassischer Lagiol. Definitiv ist das kein Messer aus Frankreich, made in France. Aber entscheide du jetzt als Neuling, wo das herkommt. Ich würde sagen, absolut unmöglich. Schauen wir uns einfach weiter. Wir haben hier Lagiol Style de Vie. Das nächste für 27 Euro, schon deutlich günstiger als der andere. Also ein Taschenmesser für 27 Euro. Schauen wir uns mal hier, wie das aussieht. Ein paar Bilder. Lagiol Style de Vie. Das heißt also, es ist auch, wenn man sich das anguckt, ist auch eine Marke. Also man würde sagen, okay, der Name der Schmiede ist Style de Vie. Acier Inox, also sogar auf Französisch, ne? Die Lasergravuren. Ja. Sehr, sehr schöne Bilder, muss man dem schon lassen. Die Biene ist schön groß, alles auf Französisch geschrieben. Also da würde man schon denken, hey, das ist ein französisches Taschenmesser. Was steht hier im Text? Hier steht, Lagiol ist kein eingetragenes Warenzeichen. Das Wort ist ein allgemeiner Begriff, rechtlich nicht zu einer einzelnen Gesellschaft oder Herstellung beschränkt.
Und jetzt kommt's, Lagiol-Stil der Wii-Produkten werden in China mit sehr hohen Qualitätsstandards hergestellt. Und hier muss ich doch diesen Anbieter oder diesen Hersteller loben. Vielen Dank, dass du schreibst oder dass sie schreiben, dass das Produkt aus China kommt. Das finde ich ganz, ganz fair, denn es kostet 24 Euro. Andere Taschenmesser, die ähnlich sind, da sind wir schon bei über 100 Euro. Und da muss ich sagen, im Prinzip habe ich ja nichts dagegen, dass die Chinesen das herstellen. Ja, kann jeder machen, was er will. Es ist ja keine Fälschung, weil es ist ja nicht eingetragen. Ist was anderes, wenn ich ein Rolex habe, made in die Türkei, und da steht Rolex drauf oder Omega, und es wird mir suggeriert, das ist ein Original-Markenprodukt. Ja, das ist dann auch ein bisschen Verarschung. Hier nicht. Bei Lagiol gibt es das ja nicht. Das heißt, alle sind Originale. Man spricht immer nur über den Herkunftsort. Und sofern er hier schreibt, Lagiol made in China, es ist absolut in Ordnung. Und dann kannst du als, Käufer entscheiden, möchte ich ein Lagiol made in France oder Lagiol made in China. Möchte ich auch für ein Lagiol-artiges Produkt, wenn man so will, aus China 25 Euro ausgeben, oder gebe ich ja 125 Euro für ein Produkt made in France. Das ist deine Entscheidung. Wie du auch immer dich entscheidest, ist deine Entscheidung und dein Geld. Da würde ich nie sagen, hey, gib jetzt 100 Euro mehr aus, damit du ein Produkt aus Frankreich bekommst. Ja, das musst du ganz alleine entscheiden. Natürlich stehe ich als Lagiol-Verkäufer in der Meinung, mit dem Namen Lagiol, da kauft man ja nicht nur ein Produkt. Ja, genauso wie mit Omega, mit Victorinox, da kaufst du ja nicht ein Produkt, sondern du kaufst eine ganze Geschichte drumherum. Ja, das heißt, wenn du dieses Produkt hast, wirst du ja nicht mit einem Lagiol-Messer was schneiden, denn es schneidet ja, wenn wir jetzt ehrlich sind, genauso gut wie alle anderen Messer auch. Also ein Lagiol-Taschenmesser, ob aus China oder Frankreich, sind nicht besser in der Schnittfähigkeit als andere. Klar, wenn man natürlich guter Stahl hat, 1227, wie die Franzosen das benutzen, ist die Schnitthaltigkeit länger. Ich muss es ja nicht so oft schärfen, aber letztlich kann ich ja als Messer genauso gut gebrauchen wie ein chinesisches Produkt oder ein sonst wo auch immer die hergestellt werden. Aber wenn ich ein Lagiol kaufe, dann kaufe ich ja dieses ganze Paket. Ich kaufe ja die Geschichte, die Tradition, die Liebe zu dem Produkt. Genauso wie wenn ich ein typisch chinesisches Produkt kaufe, nicht nur made in China, sondern wirklich von deren Tradition, so ein traditionelles chinesisches Taschenmesser. Da kaufe ich ja nicht nur ein Made in China, was mittlerweile relativ schlechten Ruf hat, sondern ich kaufe natürlich auch ein Produkt, das die Tradition aus China mit beinhaltet und auch diese Liebe der Handwerksmacher in China. Ja, das kaufe ich ja und das will ich haben. Und genauso auch hier. Ja, da geht es ja nicht nur um Geschäfte machen und so zu tun, als wenn, aber klar, ist immer nur deine Entscheidung. Wenn du ein Produkt für 25 Euro haben möchtest oder eins aus für 127 Euro, mir geht es einfach nur darum, wie erkennst du, was das für ein Produkt ist. Und ich bin einfach dagegen, dass man praktisch so tut, als wenn dieses Produkt jetzt in Frankreich hergestellt wurde, aber jetzt gerade super günstig ist, und kauf es. Dann ist es nicht mehr deine Entscheidung, weil du denkst, das Produkt ist aus Frankreich, so wie das Messer, das wir gerade gesehen haben. Und dann wirst du sozusagen veralbert, weil es wurde suggeriert, das könnte aus Frankreich sein, aber es ist viel billiger als ein anderes Messer von einem anderen Anbieter. Und das finde ich ja absolut unfair, und das ist Geldmacherei. Solange du weißt, das ist aus China, und es ist deine bewusste Entscheidung, ein Produkt made in China zu kaufen, alles gut, ist dein Geld, deine Entscheidung. Und darum geht es hier. Wie kannst du dich darauf verlassen, was das für ein Lagiol-Messer ist? Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Nehmen wir dann eine andere Marke, also Lagiol Stil de Vie, haben wir schon gesehen. Kompliment, gut, günstige Produkte, fair beschrieben. Ganz, ganz toll. Deswegen werden wir jetzt auf weitere Lagiol Stil de Vie nicht eingehen, weil die haben wahrscheinlich alle, oder ich habe nachgeschaut, alle die gleiche Beschreibung. Schauen wir uns den nächsten für 27 Euro. Wenn man guckt, fast identisch. Das heißt, wir haben hier ein Lagiol Klappmesser aus Edelholz mit edlem Lederetui sogar. Ist noch dabei und kostet genauso viel. 4 Cent mehr. Was haben wir hier stehen? Also erstmal schauen wir es kurz in der Vergrößerung an. Die Rückseite, wo normalerweise die Stahlart eingeprägt ist, wird gar nicht erst gezeigt. Und man kann nicht so gut erkennen,
ob da drauf jetzt ein Name steht oder nicht auf der Klinge. Wie ist die Beschreibung? Marke Lagiol. Das ist schon mal ein Zeichen, dass der Verkäufer im Grunde genommen gar nicht weiß, was er verkauft. Oder er täuscht absichtlich. Ich weiß es nicht, ich kenne seine Absicht nicht, aber nur die zwei sind möglich. Entweder völlige Unwissenheit oder absichtliche Täuschung. Wo ist die Beschreibung? Technische Detail, da steht also auch nichts über irgendeinen Herstellungsort, oder wo das produziert wurde. Bei der Produktbeschreibung steht hier wunderschönes Lagiol Geschenketui und so weiter und so fort. Messerschärfe. So, da steht also absolut nichts von, wo das hergestellt wurde. Das heißt also, jetzt bist du ja wieder gefragt und kannst dann entscheiden, ja, habe ich jetzt hier ein Produkt Made in France oder nicht? Natürlich kann dir, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, der gesunde Menschenverstand könnte man falsch sagen, hey, wenn ein gleiches, ähnliches Messer von der Schmiede, zum Beispiel Lagiol Nobrac, 120 Euro kostet und hier kostet es ja 27 Euro, da könnte irgendwas sein. Hier steht auch nicht, dass es ein besonderes Angebot ist. Ja? Das ist der normale, reguläre Preis, 27,98 Euro. Also ich finde es, dass du, wenn du wirklich nicht viel Ahnung davon hast, wenn du Neueinsteiger bist, hier absolut nicht entscheiden kannst, ob dieses Produkt Made in France ist oder nicht. Schauen wir uns weiter. Hier sogar ein Produkt für 19 Euro. Das ist jetzt ein anderer Anbieter. Hier rechts stehen immer der, wie der Verkäufer heißt. Und hier steht ja auch klassisches Klappmesser aus dunkelbraunem Holz. Backerholzgriff und Hirtenkreuz. So. Hier steht sogar ein R bei Lagiol. Ja, es vermittelt den Eindruck, dass es irgendwie geschützt ist. Man kann nicht weiter sehen, wie die Biene aussieht, wie der Rückengiloschage aussieht. Schauen wir es mal hier an. Was steht bei der Beschreibung? Auch im Prinzip nichts außer Gewicht und Abmessungen. Und bei der Beschreibung, das vermittelt man natürlich hier schon direkt den Eindruck, wow, da ist eine große Firma dahinter. Das kann natürlich sehr interessant sein. Viel Blabla, aber auch nichts darüber, wo das Produkt herkommt, wo das hergestellt wurde. Die Vorteile von Lagiol. Da sieht man auch ein bisschen die Biene, die gestanzt ist, aber nicht von dem Produkt, das hier angeboten wird. Und das war's. Ja, das ist alles. Das heißt also, auch hier, wenn man ganz ehrlich ist, kannst du nicht unterscheiden, ob das Produkt Made in France ist oder nicht. Es ist einfach schlichtweg unmöglich. Da kannst du einfach nur vertrauen oder zurückschicken. Und selbst wenn du es bekommst, wirst du nicht noch mehr Informationen bekommen, als du hier schon hast. Schauen wir uns noch ein weiteres Produkt und dann müssen wir damit langsam aufhören. Style de Vie, ist das okay? Was haben wir noch für ein weiteres Messer? Eines anderen Anbieters, wir die gesponserten haben wir hier. Schauen wir es hier bei Herberts zum Beispiel. Haben wir Herberts Taschenmesser iSITZ 420. Das ist der Stahl, der 420er Stahl. Schauen wir es mal an, wie die Bilder aussehen. Es sind nur zwei Bilder von rechts und links. Es sieht erstmal ganz gut aus, so wie alle anderen Lagiol-Messer auch. Es steht kein Name drauf. Aber was haben wir hier? Wir haben hier iSITZ 420 Stahl. Das ist auch ein Zeichen, dass es aus China kommt. Aber es ist kein Hinweis, selbst hier bei diesem Anbieter, es ist kein Hinweis auf Herstellung in China. Und wir haben hier Information über Herberts, das ist wirklich eine sehr gute, traditionsreiche Firma. Herberts lässt selber auch viele Modelle, eigene Modelle in China herstellen, importiert aber auch ganz viel. Und hier steht etwas über die Firma selber. Tradition seit 1868, seit über 150 Jahren gehört Herberts zu den führenden Anbietern von Messern. Hier könnte man schon wieder den Eindruck vermittelt bekommen, hey, das könnte aus Frankreich sein, Firma mit langer Tradition. Es suggeriert einfach, es wird hier nicht gelogen, nicht, dass wir es was verstehen, hier steht nicht Made in France, aber durch die Art und Weise, wie man schreibt, wird einem suggeriert, hey, lange traditionsreiche Firma, es könnte vielleicht doch aus Frankreich sein. Wenn man sich weiter anguckt, bei den Beschreibungen steht ja auch wieder nichts. Die Marke ist Herberts, da ist nichts mehr von Lagiol die Rede.
Und hier steht wieder sehr viel und sehr schön geschrieben über die Firma Herberts, die tatsächlich eine lange Tradition hat. Gar keine Frage, macht auch gute Messer, kommt aus Solingen. Es steht sehr viel darüber, aber nichts über das, was ihr verkauft. Das heißt also, auch hier ist es für dich absolut unmöglich zu entscheiden, kommt das Messer aus Frankreich oder wird das Messer per Hand hergestellt in Frankreich oder nicht. Und der Preis, 32 Euro, ist auch sehr, sehr, sehr sportlich. Schauen wir uns ein letztes Taschenmesser hier, zum Beispiel Baladeo. Auch hier haben wir Baladeo Lagio Classic mit Korkenzieher und Olivenholz, 34 Euro. Baladeo ist ein Markenname, tatsächlich. Hier haben wir stehen, rostfrei im Edelstahl 420, auch wieder ein ganz klarer Hinweis auf Made in China, aber auch hier steht nichts davon, dass das Messer einfach in China hergestellt wurde. Wenn wir uns weiter die Beschreibung anschauen, hier steht auch nichts davon, wo das herkommt, die Marke Baladeo, das stimmt tatsächlich, die Firma gibt es. Und bei der Produktbeschreibung, wenn man sich es anguckt, wird der 440er Stahl entsprechend gelobt, aber auch nichts davon, wo es herkommt. Also nicht, dass wir uns missverstehen, es geht einfach um die Transparenz, um diese Wille, den Kunden klar zu machen, wo kommt dieses Produkt her. Und das wird hier durch diese Verschleierung natürlich dazu benutzt, dass man viele Produkte verkauft. Und wenn du es jetzt mal bei dir hast, klar, du kannst es natürlich zurückschicken, aber das ist immer so ein Aufwand. Und ja, wenn man viele davon verkauft und wenn man sich anguckt, der hat da viele, viele Bewertungen hier. Das heißt, er muss auch viele verkauft haben, so wie alle anderen auch. Wenn man sich anguckt hier, die haben 243 Bewertungen, 66, 113. Das heißt, es sind eben halt viele, viele Kunden, die das kaufen wollen. Das heißt, offensichtlich ist der Bedarf da. Und es kommen noch mehr natürlich auf den Markt, weil wenn die sehen, hey, der hat hier 300 Bewertungen, das heißt, diese einzelne Messer wurde schon mindestens 300 Mal verkauft, sonst kann man es ja entsprechend nicht bewerten. Das heißt, 300 Leute haben das für gut befunden, offensichtlich mit 4 von 5 Sternen. Also es ist doch wahrscheinlich gut. Und dann schauen wir uns nochmal ein Original mal an, das vielleicht nicht gesponsert ist. Zum Beispiel, na, das war es aber schon. Dann schauen wir es mal hier, Lagiol Enobrac ist gesponsert. Hier steht Lagiol Enobrac. Ja, das heißt also, da ist die Marke da drauf, man sieht ja auch, da ist dieser Stierkopf drauf. Dann schauen wir mal hier die Beschreibung. Was haben wir denn hier? Die Marke Lagiol Enobrac, das tatsächlich. Und hier steht, Lagiol Enobrac zählt zu den besten Schmieden der Region in Südwesten Frankreichs. Steht zwar nicht direkt jetzt, dass es ja in Frankreich hergestellt wurde, aber ich guck mal, nee, also ist nicht ganz eindeutig, aber dennoch, das ist dann tatsächlich ein Messer, den kenne ich ja, das ist aus Frankreich, ist nicht von uns, ist von einem Mitbewerber, aber das ist wirklich ein Messer made in France. Das heißt, man sieht hier, man sieht die Marke Lagiol Enobrac, aber ich muss sagen, so ganz eindeutig im Vergleich zu den anderen, siehst du nicht unbedingt, dass das hier Made in France ist. Es sei denn, man kennt natürlich die Marke. Das heißt also, für einen Neueinsteiger ist es wirklich wahnsinnig schwer zu erkennen, ist das Messer Made in France oder nicht. Für jemanden, der sich auskennt, die Marke natürlich kennt und weiß, Stil de Vie kommt aus China, Lagiol Enobrac kommt aus Frankreich, die wird auch dort hergestellt, der hat es natürlich ein bisschen leicht, auch Preise zu vergleichen, Online-Seite zu kaufen, das ist gar kein Thema. Profis, dafür ist das Video hier nicht gedacht, sondern hier geht es um Neueinsteiger, die einfach sagen, hey, ich habe da bei Mr. Lagiol ein tolles Lagiol mal gesehen, jetzt möchte ich mal auch ein Lagiol kaufen. Dann gehst du entsprechend natürlich oft direkt in Amazon, siehst da auch ein tolles Messer und kaufst das. Und da denkst du, da ist jetzt alles, wo Lagiol steht, auch tatsächlich made in France. Schauen wir es mal ganz kurz zum Schluss, die Steakmesser. Und auch hier ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich anguckt. Hier zum Beispiel direkt Ameffa Royal Steak Lagiol für 50 Euro ein 6er Steakmesser. Und direkt daneben, gesponsert von Lagiol Enobrac. Wir haben gerade erfahren, Lagiol Enobrac ist eben aus Frankreich. Ich lobe jetzt hier meine Mitbewerber, aber gut. Das heißt 550 Euro und da 50 Euro. Das Zehnfache. Wenn man hier
oberflächlich sieht, wie man direkt daneben auch wieder am Milch war, 64 Euro. Und da weiter rechts wieder von Obrak zwei Messer nur 200 Euro. Ja, da sieht man ja die Silhouette der Messer, die Machart, alles ist ziemlich gleich. Also da muss man schon wirklich direkt irgendwie noch in die Feinheiten sehen, aber insgesamt ist das ziemlich gleich. Schauen wir es mal, wie sieht es dieses Amefa an, wenn man sich anguckt. Ist sogar der Name drauf. Ne? Also könnte man direkt denken, das ist ein echtes, ja, französisches Steakmesser. Dann haben wir hier die Angaben, ich lese mal schnell durch. Das steht, also es ist super scharf, traditionell und so weiter. Aber steht nichts China oder Frankreich. Wird keine Angabe. Schauen wir uns hier die Beschreibung weiter unten an. Amefa seit 1931. Na, wieder die Tradition der Firma, wenn man sieht. Das heißt, es steht aber nichts davon, dass das Produkt in China hergestellt wird. Man könnte sogar meinen, das ist eine tolle große Firma, die natürlich hochwertige Produkte herstellt, aber keine Hinweise darauf, dass das in China hergestellt wurde. Und auch hier haben wir 4,5 von 5 Sterne. Das heißt also, diese Hinweise, wo du immer guckst, hey, wenn er so viele Sterne hat, dann mag schon gut sein. Also ich möchte nicht sagen, dass die Steakmesser aus China schlecht sind oder schlechter, sondern wenn die gut bewertet werden, gut, viele sind da fake. Ich habe es nicht geprüft, ob hier natürlich Fake-Bewertungen sind, aber ich würde eher immer, wenn ich Bewertungen bei Amazon schaue, immer eher die negativen an durchlesen, schauen, was haben die dazu sagen. Man hat ja festgestellt, dass viele von den positiven Bewertungen gekauft sind. Ich kenne den Anteil jetzt nicht genau, aber es ist immer mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall, wenn du aber siehst hier ein Lagio-Produkt mit vielen tollen Bewertungen, das muss echt sein. Aber hier muss ich sagen, das kommt aus China. Schauen wir uns noch einen an. Von einem anderen Anbieter, nicht von Amefa, das haben wir schon gesehen. Style de Vie haben wir gesagt, das steht da Made in China. Prüfen wir hier auch noch mal ganz kurz, ob das wirklich auch hier fairerweise steht. Und hier steht tatsächlich, L'Agiol de Vie werden in China mit sehr hohen Qualitätsstandards hergestellt. Also auch hier eine sehr faire Beschreibung von diesem Anbieter. Haben wir hier noch ein L'Agiol Jean Dubois. 6 Stück Steakmesser für 16 Euro. Das ist ein Wahnsinn, oder? Was haben wir hier stehen? Auch hier haben wir sogar auf der Klinge, wenn man es vergrößert, L'Agiol Jean Dubois, sogar France. Ja? Das heißt, wir haben hier sogar France stehen. Wahnsinn. Das heißt, da würde man jeder drauf wetten, das ist aus Frankreich. Und hier steht in der Beschreibung kaum etwas. Steht auch nicht, dass es aus China kommt. Bei der Produktbeschreibung steht nur ein Satz, L'Agiol Steakmesser, 6-teilig, wird in eine Holzkiste geliefert. So, jetzt entscheide du mal, wo du siehst, dass auf der Klinge sogar France steht, dass es doch nicht aus Frankreich kommt. Unmöglich. Ja, also das heißt, ich würde immer denken, steht Made in France, also steht France drauf, der Name klingt französisch, ja, es sieht wie ein L'Agiol Messer aus, komm schon, wie wirst du entscheiden, dass das aus China kommt? Ich kann dir natürlich ein paar Tipps geben. Ne? Zum einen, wenn wir schon mal dabei sind und schauen wir uns hier die Klinge an. Es sind zwei Merkmale, die darauf schließen lassen, dass das nicht aus China kommt. Zum einen diese Klinge. Das heißt, wir haben hier eine, wie nennt ihr das hier? Na, hat er keinen Namen dafür. Diese Klinge, die so nicht glatt ist. Ja, das heißt also, diese Art der Klinge, man sieht es immer wieder oft in Restaurants und viele denken, hey, das ist ein tolles Messer. Das ist ein Messer, aber kein Steakmesser. Die Steakmesser werden immer, wer sich auskennt, mit einer glatten Klinge geschnitten, damit man das Fleisch schneidet und nicht reißt. Mit dieser Art der Oberfläche, der Profiloberfläche auf der Klinge, würde man das Fleisch reißen, die Muskelfaser reißen und nicht schneiden. Wer da mal probiert hat, wird es auch sehen, dass das hört sich ganz anders furchtbar an, wenn man damit ein Steakmesser schneidet. Man kann es schneiden, aber es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit einem schönen glatten Messer, mit einer glatten Klinge schneide, das gleitet auch durch Steak, oder ob ich mit einem solchen Messer das schneide. Das ist eher gedacht für Tomaten, für Gemüse. Die lassen sich damit teilweise sogar wahnsinnig toll schneiden, aber kein Steak. Und das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass dieses Messer niemals aus Frankreich von einer französischen Schmiede kommt. Die Franzosen wissen, wie man ein Steakmesser
gemacht. Und na, zumindest alle, mit denen wir zusammenarbeiten, wir arbeiten echt mit einer Menge, und die würden das niemals machen. Der zweite Grund ist die Niete hier vorne. Das heißt, Messer, die eine Niete hier vorne haben, das hält praktisch die beiden Griffhälften zusammen. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, dass ich bis jetzt noch nicht gesehen habe, dass die französischen Schmieden solche Nieten benutzen. Ja, wir gucken uns gleich mal ein Steakmesser an von hier von La Guiole Nobrac, wie das aussieht. Aber als letztes schauen wir uns noch dieses Lou La Guiole für 11 Euro inklusive Messerständer, ja, für von Lou La Guiole. Also hier so gesehen, erstmal auf den ersten Blick interessant, gleiche Form, ja, die Biene da vorne. Aber was erkennen wir hier auch wieder, wenn man sich das ein bisschen näher anguckt? Auch hier haben wir diese dicke, fette Niete in dem Griff und die Klinge ist nicht glatt. Die zwei Hinweise schon zeigen, das ist auf jeden Fall in China hergestellt. Und hier sehen wir in der Beschreibung nichts, was darauf hindeutet, dass es aus China stammt, auch nicht, dass aus Frankreich ist. Also ne, die sagen ja nicht die Unwahrheit, das kann man denen nicht vorwerfen. Aber hier steht auch, Lou La Guiole ist eine renommierte französische Marke, ja, im Süden Frankreichs. Also traditionelle Messerherstellung, das würde man schon wirklich fast darauf wetten, die sind in Frankreich hergestellt. Hier nochmal ein großes Bild. Ganz klare Hinweise, wie ich die genannt habe, nie im Leben wird das in Frankreich hergestellt. Kein Hinweis auf Made in China, ganz im Gegenteil. Also hier ist schon ganz grenzwertig. Wenn du überlegst, für 12 Euro inklusive Messerständer, der allein schon mehr kostet als die Messer, ja, als die 12 Euro, ja, das kann einfach nicht funktionieren. Jemand, der in Frankreich gleiche oder ähnliche Löhne haben wie wir hier in Deutschland, wie soll das funktionieren, dass er per Hand 6 Steakmesser herstellt, egal wie schnell er arbeitet, selbst wenn man industrielle Produktionsmethoden anwendet, ist nicht möglich, 6 Steakmesser per Hand oder mit der Maschine für 11 Euro Endverbraucherpreis herzustellen. Das heißt, nicht Verkaufspreis der Schmiede, ja, sondern Endverbraucherpreis. Schlicht und weg unmöglich. Schauen wir es mal ganz kurz, wie ich eben sagte, ein La Guiole Taschenmesser von La Guiole Nobrac. Ich hoffe, der hat gute Bilder hier. Und hier sehen wir, der hat keine Niete, ja, in den Griffen. Die Klinge ist schön glatt. Und das ist eben der Unterschied. Das ist ein La Guiole Taschenmesser Handmade in France. Kostet auch direkt 6 Stück 549 Euro. Das ist eben so. So, das gilt natürlich auch für die anderen Plattformen, für eBay oder für andere entsprechende direkte Shops. Es ist sehr, sehr schwer für jemanden, der sich damit nicht auskennt, herauszufinden, ist dieses Produkt Made in France oder Made in China. Falls dich natürlich interessiert, nochmal, ja, ich habe nichts dagegen, dass du es kaufst, aber ich habe was dafür, dass du es weißt, wo das herkommt. Deswegen, ich habe es in unzähligen Videos gesagt, das Wichtigste beim Kauf eines La Guiole Messer ist, dass du bei dem richtigen Händler deines Vertrauens einkaufst, denn nur der Händler weiß das, dass das Messer wirklich in China oder in Frankreich hergestellt wurde, wenn der natürlich entsprechende Beziehungen zu den Schmieden hat, wenn er die besucht, wenn er vor Ort ist, wenn er mit denen spricht, wenn er sieht, wie die Produktion aussieht, so wie ich das ja auch tue, ja, da bin ich vor Ort, da spreche ich mit den Chefs, dann weiß ich ganz genau, wie alles gemacht wird, und deswegen ist der Händler eigentlich deine wichtigste Ansprechperson, um herauszufinden, ob dieses La Guiole Produkt in Frankreich hergestellt wird. So, ich hoffe, jetzt bist du ein bisschen schlauer und kannst ein bisschen besser unterscheiden, wo die Produkte herkommen. Viel Spaß mit der Suche im Internet. Ansonsten willkommen zu Original La Guiole. Bis demnächst.